Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Ni no Kuni. Wir sind in der letzten Folge im Casino gewesen und hatten dort mehr oder weniger Glück. Ich denke, dass ich mich mit der Casino-Story ein bisschen, offscreen damit beschäftigen werde. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass ich das ein oder das andere Zeug nur dort bekommen werde. Für die heutige Folge, wie versprochen, mache ich mit der Hauptstory weiter. Triefende Tiefen. Dann wollen wir uns dieses Gebiet doch mal anschauen. Und ich hoffe auch, dass wir dieses Gebiet dann abschließen können und nicht, dass ich mittendrin umkehren muss, weil ich nicht weiterkomme. Das wäre nicht so toll. Deshalb drücken wir die Daumen, dass wir hier vorwärts kommen. So, das sieht hier mal sehr interessant aus. Wo sind wir denn dieses Mal gelandet? Ich war schon in Gefängnissen, die gemütlich aussahen. Noch eine feuchte alte Ruine, oder? Verdammt, meine Laterne wird noch total modrig, voll verschimmelt, ehrlich. Kann deine Laterne wirklich Schimmel ansetzen? Bestimmt, doch, ich glaube schon. Weißt du, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Da hast du recht, Olli Boy. Sieht aus, als hätten wir den Platz gefunden, den wir gesucht haben. Der magische Stein sollte hier irgendwo rumschwirren. Na, dann sollten wir uns den wohl holen, oder? Moment mal, ich glaube, ich habe hier doch noch einige Vertraute, die ich doch vielleicht ins Schlupfloch bringen könnte, das ich dann auch gern möchte. So, Vertraute abgeben. So, einmal hier Freya möchte ich abgeben und einmal den Flemmler. So, dann möchte ich mir aber mal die Vertrauten anschauen, sortieren. Gattung, Namen, niedrige Stufe, höchste Stufe, nach Gattung. Wo ist denn hier unser Flemmling-Kollege? Wo ist er denn? Ah ja, hier. Der Flemmler. Das könnte, glaube ich, schon die dritte Entwicklungsstufe sein. Von hier dem. Oder? Denn ich denke, 20 ist die dritte, 10 ist die erste. Nee, das ist dann die zweite. 30 wäre dann die dritte. Ich bin verwirrt. Stufe 5, genau, weil wir faules Ei mit dabei hatten mit seinem Klopapier, ganz genau. Okay, gut. Was ist das hier für ein Symbol? Oh, bitte sag mir nicht, ich brauche einen Zauber, den ich jetzt noch nicht besitze. Irgendwo in diesen Tiefen dieses Orts muss einer der Steine versteckt sein, Mann, oder? Ja, ich denke doch mal. Ne, ansonsten wäre ja dieser tolle Stern hier nicht auf dieser Karte markiert. Hallo. Du erinnerst mich an ein Monster von Yu-Gi-Oh! Oh. Ich kann mich einfach nicht mit dem Ort hier anfreunden. Wenn er doch bloß ein bisschen weniger gruselig wäre. Was? Du findest diesen Ort gruselig? Warum denn? Fand ich das Casino aber in Anführungszeichen gruseliger? Das hier zum Beispiel. Eine Schlangenstatue. Wer zum Teufel stellt sich denn sowas zur Zierde hin? Doch wohl nur ein Spinner. Jawohl. Warte, heißt das, dass du Angst vor Schlangen hast, Sven? Na, natürlich nicht. Und was geht dich das überhaupt an? Warum kannst du nicht? Hey, habt ihr das gerade gesehen? Wie? Ja, er hat nichts gesehen. Er steht mit dem Rücken zur Statue und Esther wird auch nichts gesehen haben, weil Sven genau vor ihr steht. Also der Einzige, der hier was gesehen haben könnte, wäre hier unser Tröpfchen, ne? Aber ich vermute mal, dass die Laterne im Weg gewesen ist. Die Augen der Statue haben sich gerade aufgeleuchtet. Ah, ich verstehe. Du versuchst Witze zu machen. Tja, das passt nicht zu dir, Oliver. Wie? Ah! Oh-oh. Oh nein. What the? Ah! Hä? Was verdammt nochmal ist denn jetzt los? Haben wir uns in Frösche verwandelt? Das ist ein Fluch. Was sollen wir jetzt machen? Mach nicht so einen Aufstand, Mann!
Ist ja nicht so, als ob wir geschrumpft wären oder so. Ach du Gott, wie der aussieht, das sehe ich ja jetzt erst. Oliver sieht ja noch voll goldig aus irgendwie. Esther auch, aber Tröpfchen sieht ja echt seltsam aus, oder? Also der sieht ein bisschen weird aus. Das gilt aber nur für dich. Also, wie verwandeln wir uns wieder zurück? Quark, Quark, wer sagt das? Ist da jetzt noch ein anderer Frosch? Was ist das? Mann, ich habe gar nicht Sven richtig sehen können. Der Regenbogenfrosch. Ach Gott, da bekomme ich Erinnerungen. Von meinem Lieblingskinderbuch als Kind. Der Regenbogenfisch. Quark, Quark. Oh, der Frosch ist aber farbenfroh. Quark, Quark. Ich glaube, wir müssen ihm folgen. Warte. Wo hoppst du denn hin? Ist der Frosch auch von der Statue verflucht worden? Meinst du, der ist in Wirklichkeit ein Mensch? Jemand, der vor uns hier war? Vielleicht weiß er was über diesen Ort hier. Hinterher! Okay. Ach du meine Güte. Oh nee, jetzt sagt mir nicht, wir müssen auch im Froschzustand kämpfen. Frösche können keine Zauber wirken. Ach Gott, das wird ja immer lustiger. Ach du meine Güte. Frösche können... Ey, Statue, verwandel mich zurück. Was ist, wenn ich denn jetzt zurück... Kann ich überhaupt zurück auf die Weltkarte? Ich denke, auf dem Symbol oben verwandle ich mich wieder als Mensch, oder? Ja, dann ist der Fluch aufgehoben. Okay. Alles klar, und jetzt... Bin ich dann wieder ein Frosch, wenn ich dann vor der Statue stehe? Werde ich jetzt wieder in einen Frosch verwandelt? Hundertprozentig. Ja. Zack. Naja, ein Versuch war es wert. Okay. Immerhin, jetzt weiß ich, was das Symbol zu bedeuten hat. Ich hoffe, dass du nicht so stark bist. Ich würde gern gegen dich kämpfen. Hast du sie nicht mehr alle? Was? Was hat er gesagt? Oh Mann, das ging zu schnell weg. Ich habe das nicht weggedrückt. Oh verdammt, das ärgert mich jetzt. Hassen Sie nicht mehr alle. Wir werden gleich weggeschwemmt, Mann. Ach so, ja. Okay. Na dann. Wenn das sein einziges Problem ist. Was ist denn jetzt los? Warte, Olli. Was, wenn uns ein Monster angreift? So können wir uns doch nicht wehren, Mann. Tja, vermutlich. Aber wir müssen dem regenbogenfarbenen Frosch hinterher. Tröpfchen. Warte einen Moment. Das sind vielleicht Frösche, aber deine Vertrauten könnten immer noch okay sein. Sieh doch mal nach, ja? Naja, davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen. Meine Güte, du hast recht. Sie haben sich nicht verändert. Ist ja interessant. Der Fluch scheint sich nur auf Menschen auszuwirken. Und Feen natürlich. Ja, ich wollte gerade sagen, weil du bist nämlich kein Mensch, Tröpfchen. Tja, wir sollten uns glücklich schätzen, was? Zumindest haben wir deine Vertrauten als Schutz, wenn einem Monster gerade nach Frosch zumute ist. Ja, ich schätze, du hast recht. Okay, können wir dann weiter? Super. Mir fällt gerade ein. Ich glaube, hier der ein oder der andere hat doch ein bisschen Hunger. So, ja. Der kann... Doch, hier. Die Flinkheit, die können wir ein bisschen steigern. Zack. Ist jetzt nicht allzu viel passiert. Moment. Ja, okay, alles klar. Ist ein bisschen blöd gelaufen. Über Enneke. Dich könnten wir ein bisschen füttern. Die Flinkheit, die setzt aber zu. Achso, ja, mehr geht aber nicht. Dann kann ich dir das ja ruhig geben, ne? Oh, ja. Die Vertrautheit von Über Enneke steigt auf 3. Du kannst die Fähigkeiten von Über Enneke jetzt bis zu 30 Mal steigern. Super. Und gleich direkt 4 Flinkheitspunkte. Na, super. Hier, die magische Verteidigung über Enneke scheint voll zu sein. Ach so. Ah, Nährwert 2. Hier, der Angriff, der darf dann steigen um. Vermutlich auch 2 Punkte. Okay, nee, das reicht. Okay, über Enneke hat sich ein bisschen verstärkt. Du bist ja interessant, eine Kobra. Hallo, haut die ab? Ach Gott, die haut ab von mir. Megalith kennen wir, Kobra-König. Oh, ich kann bestimmt keine Monster bezirzen. Das wäre echt schade. Toxoborus. Aha, möchte uns hier vermutlich vergiften. Ja, das kann ich leider nicht dulden. Na gut, Toxoboros ist raus.
Cobra-Königin. Oh, Sven ist vergiftet. Sven sieht ja auch sehr interessant aus hier. Aber der schönste Frosch ist immer noch Oliver, muss ich sagen. Also Oliver ist der schönste. Der schönste Frosch. Der gefällt mir. Okay. Jawohl. Ach Gott, stimmt. Wichtel ist erst auf Stufe 7. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Wichtel erlernt den Trick Kriegsschrei. Nee, den muss er nicht lernen. Das können wir weglassen. Mutmachendes Gebrüll. Soll Wichtel den Trick Kriegsschrei doch nicht lernen? Richtig, nicht lernen. Du hast die Idee verworfen. Wichtel den Trick Kriegsgeschrei beizubringen. Ach, das mit dem Günther erreicht Stufe 32. Günther erlernt denselben Trick Kriegsschrei. Okay, muss aber nicht sein. Hä? Ja, ich weiß, das hast du eben doch schon gesagt. Ach so, der ist da auf der anderen Seite. Dann kommen wir da später raus. Dann kommen wir da in eine Sackgasse. Da ist der Regenbogenfrosch. Ich hätte schon fast Fisch gesagt. Der Regenbogenfrosch, bleib hier. Was bist du denn? Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte so eigentlich hinten auf dich drauf springen. Die Narko-Natter. Knallermanda. Ah, und dann haben wir hier noch den Obscuroboros. Was für Namen. So, Wichtel, dann kümmere du dich mal um den Knallermanda. Oh, wer zaubert hier mit Wasser? Achso, das ist hier Überinnige gewesen. Ich habe mich schon gewundert. Wichtel mag Wasser nicht so besonders. So, zack, Steinodem. Nee, das können wir nicht gebrauchen. Hier wird niemand versteinert. Das ist eine Zustandsveränderung, die ich gar nicht toll finde. Die braucht wirklich niemand. Ach, guck mal. Da springen sie sogar synchron. Das ist ja ein Ding. Oh. Jawohl. Wichtel erreicht Stufe 9. Überenike Stufe 27. Rex Stufe 35. Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ne, bis der hier seine Fähigkeit gelernt hat. Super. Ich hoffe doch, ich kann die Truhe nicht öffnen. Ich kann die Truhe nicht öffnen. Ich kann doch gar nicht zaubern. Frösche können keinen Zauber anwenden. Na, ganz toll. Moment mal, wo hüpfe ich denn hin? Nee, ich möchte erstmal hier auf dieser Seite bleiben und hoffe, dass ich hier auf dem falschen Weg bin. Was ist das hier? Kann ich hier auch in einen Mensch verwandelt werden? Was ist hier los mit der Kamera? Okay, nee, ich kann hier gar nichts. Also hier passiert nichts. Vielleicht muss ich das Feld erst aktivieren. Ich greife dich lieber von hinten an, bevor ich hier die Kiste öffne. Und hier nochmal der Knallermanda. Ich finde dich total interessant. Ich würde dich gern bezirzen. Den Knallermanda. Sehr schön. Ja, da hauen die sofort drauf und weg ist der. Ich denke, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Kann ich mich denn hier irgendwie heilen? Hm, das scheint nicht zu funktionieren. Doch, ich müsste einfach nur wechseln. Esther. Esther. Okay. Moment, es scheint so, als könnten wir trotzdem Items benutzen. Im Kampf. Das habe ich gar nicht probiert. Ne? Das wäre auch doch mal interessant zu wissen, ob wir das hier können. 417 Gulden. Schlingelerei Stufe 26. Bross 28 und Rauna 22. Weil Rauna kann uns doch eigentlich auch heilen. Ne? So. Ah, ne, kann sie nicht. Wer war denn hier unsere Heilfee? Hier, heilender Regen. Und der Supertrick ist seliger Schein. Moment, wo habe ich denn hier unsere Items? Oh, super. Ganz toll. Ah, dann ess du mal den Cheeseburger. Ich muss dann erstmal im nächsten Kampf zu Sven rüber wechseln, wenn wir kämpfen. Frösche können keine Truhe öffnen. Ach, du meine Güte. Na, ganz toll. So, und auch hier passiert nichts. Hallo, ich würde dich gern von hinten angreifen. Ich muss erstmal zu Sven rüber wechseln. Ich glaube, Sven hatte das Monster, beziehungsweise die Fee. Ja. Wunderbar. Heilende Träne. Hallo, darf ich auch mitspielen? Ich wollte gerade die heilende Träne einsetzen. Man muss mich nur lassen. Jawohl. Hat gewirkt. So.
Jetzt muss ich warten, oder was? Sven? Ach, ich habe nur noch 11 MP. So, nochmal die heilende Träne. Nochmal. Für Esther. Okay, Esther, ich komme. Corona. Die heiße Luft. Bitteschön. 60, na das ist ja ein Ding. Oliver. Okay, nein, um Gottes Willen, du greifst nicht an. Um Gottes, nein, 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 Wichtel. Bin hier wieder so überschnell. So, komm. Ja, das darfst du gerne mitnehmen. Warum schlägst du denn nicht zu? Ja, ich weiß, das ist nicht besonders viel, was du jetzt hier austeilst. Steinodem. Bist du bescheuert? Gott sei Dank ist das fehlgeschlagen. Ich mag diese Zustandsveränderung überhaupt nicht. Und auch nicht hier bei Ni No Kuni. Ich kann mir schwer vorstellen, dass ich diese Zustandsveränderung toll finden würde. Na, immerhin. 390 Gulden. Wichtel hat Stufe 10 erreicht, Felix Stufe 22. Na, das ist ja schon mal was. Wo muss ich denn jetzt hin? So, hier hatten wir noch einen Weg. Ich darf nicht vergessen, ganz am Anfang, ne? Da hinten kann ich auch noch hin, aber ich hoffe, dass ich da erst später hin muss. Ach so, ja, hier komme ich auch nicht weiter. Ah, super. Das bedeutet, ich habe den richtigen Weg gewählt. Also eigentlich den falschen Weg, aber den richtigen für mich, weil ich möchte ja als erstes den falschen Weg entlang laufen. Ah, Moment, so ganz falsch sind wir dann vielleicht doch nicht. Nee, das hier ist der Weg, ne? Doch, alles klar, hat sich erledigt. Ich rede wieder komische Sachen. Einfach nicht zuhören. Da ist der Regenbogen. Frosch. Da möchte ich aber jetzt nicht hinlaufen, wo er hinläuft. So, ich weiß, da kommen wir nicht hin. Alles klar. Ich wollte es trotzdem mal probieren. So, und dich werde ich auch im Hinterhalt nicht angreifen können. Obwohl das mein eigentliches Ziel gewesen ist. Die Narkonatter. Um die kümmere ich mich. Denn ich glaube, Wichtel teilt da gut aus. Wow, 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 wow. Are you serious? Esther. Oh, das hier sieht nicht gut aus. Die Phönixfeder für Oliver. Wenn das so weitergeht. Wow, schnell weg hier. Seht ihr, wie ich springe hier? Hui. Na, ganz toll. Der Schnitter. Ja, bitte, hau alles raus. Ich habe vergessen, dass wir hier noch was haben, was ich benutzen kann. Man muss mich allerdings nur lassen. Ja. Nee, ich muss nochmal eine Phönixfeder benutzen. Es geht nicht anders. Verdammt, 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 verdammt. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Mein Gott. Warum dauert das denn hier alles so lange? Oh, ich muss fliehen, ich muss abhauen. Das hier bringt nichts. Na, ganz toll. Ich kann mich nicht bewegen. So, weg, fliehen. Darf doch nicht wahr sein. Lass mich hier raus. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Das ist der Nachteil, wenn man abhauen will. Na, Gott sei Dank. Na, Gott sei Dank hat das funktioniert. So, schnell hier. Einmal, zweimal. So, hier, dann bekommst du das noch. Super, ich hab sonst nichts mehr. Hier einmal. Dann bekommst du hier noch Eiskaffee. So, und hier haben wir noch... Stell 30 MP her, bitte. Okay, das muss jetzt ausreichen. Dann muss, Günther sich um die Heilung kümmern. Von nun an. Dann muss er jetzt unsere Heilfee sein. Super. Erreicht von denen vielleicht bald einen Stufenaufstieg? Sehe ich das hier irgendwo? Ich weiß, dass ich das hier irgendwo sehen kann. Ja, hier. Seh es doch. Ich bin nur ein bisschen Esther. Gott sei Dank. Noch 518 Erfahrungspunkte braucht sie. Okay. Das ist ja immerhin... schon etwas. So, ist hier auch nochmal eine Statue. Nee, ich hatte kurz Hoffnung. So, da könnte ich rüberspringen, wie mir scheint. Ich glaube, ich muss dort sogar rüberspringen. Ja, weil hier geht es definitiv nicht weiter. Ich muss wahrscheinlich... Ach, hier kann ich ins Wasser. Da unten ist auch noch eine Kiste. Nee, ich kann mich hier bewegen. Ich kann hier überall schwimmen.
Vielleicht ist eben nur die Strömung ein bisschen zu stark gewesen. Deshalb ist Tröpfchen so ein bisschen laut geworden, als er so mit uns geschimpft hat. So, hier ist nichts. Hier ist nichts. Ich sehe aber auch nirgends den Regenbogenfrosch. Aber ich denke mal, dass ich nach rechts muss. Ich denke, dass ich erstmal hier hin muss. Und wenn ich... Da unten ist auch noch eine Kiste, eine lila, ne? Die kann ich aber noch nicht öffnen. Muss ich mir alles noch notieren? Mhm. Achso, ich glaube, ich kann von hier aus gar nicht dahin. Ich glaube, ich kann das tatsächlich nur von hier oben. So, dann spring mal. Ich wollte nicht zaubern, ich wollte springen. Okay, vielleicht muss ich das doch vom Wasser. Vom Wasser aus? Nee. Okay, vielleicht kommen wir dann nur hin, wenn wir später nochmal menschlich sind. Das kann natürlich auch sein, dass dann Oliver darüber springen muss. Bis wir den Fluch gebrochen haben. Okay. Dann bleibt mir wohl nur dieser Weg hier. Jetzt ist das da oben rechts an der Ecke noch so verschwommen. Ich mag das nicht. Tut mir leid. Ist hier wieder meine, in Anführungszeichen, Zwangsneurose. Ich muss da näher hin, damit das sauberer ist. Noch hinten in der Ecke ein bisschen. Vielleicht gibt es hier ja auch was. Was nicht in einer Kiste ist. Aber nein. Sieht nicht so aus. Hier ist gar nichts. Also doch, hier sind schon drei Kisten. Nur ich kann alle drei Kisten nicht öffnen. Vielleicht, wenn ich den Boss hier gelegt habe, vielleicht lerne ich ja dann, wie man die lilane Kiste öffnet. Könnte doch gut möglich sein. Ich meine, hier, die Wände, die sind ja auch so ein bisschen lila. Ne? Könnte ja sein. Ich bin sicher, dass der Frosch hier lang ist. Irgendwo quakt er. Oh, da ist er. Warte bitte. Quak. Quack, quack. Komm schon, Leute, wir müssen ihm nach. Er hat recht, lassen wir ihn nicht entkommen. Der sieht irgendwie so... Der sieht irgendwie so voll bekifft aus, oder? Der Sven? Der sieht irgendwie aus, als wäre der High. Ich vermute ganz stark, dass ich hier einen Schlüssel benötige. Die Tür ist fest verschlossen. Ich denke auch nicht, dass ein Frosch sie öffnen könnte. Was ist hier los? Komm schon, Mann! Jagen wir diesem schicken Regenbogenfrosch hinterher! Ich glaube, dass er hinterher gesagt hatte. Dass das dass da hinterher stand. Okay. Ja, mir bleibt dann auch nur dieser Weg hier. Wenn ich den anderen Weg nicht wählen darf und der andere Weg verschlossen ist. Ach, jetzt sind wir quasi auf der gegenüberliegenden Seite. Und jetzt sind wir wieder Mensch. Sehr schön. Hurra! Wir sind wieder normal! Oh, der Neuheitseffekt des Froschdaseins nutzt sich ziemlich schnell ab, oder? Ja, dann ist aber doch dann bestimmt der Regenbogenfrosch ja dann auch normal, falls er ein Mensch war. Weil der ist ja dann auch hier drüber gelaufen. Okay, wir werden gleich sehen. Ich weiß, und diese grauenhafte Froschsprache war sowas von anstrengend. So ein Quark, Mann! Ich meine, richtig! Sieht aus, als ob Tröpfchen lieber Frosch geblieben wäre. Wie auch immer, wir sollten uns wieder auf die Suche nach dem Stein machen. Warte, was ist, wenn... Ich denke, dass der Regenbogenfrosch uns absichtlich hergeführt hat. Warum ist er dann nicht wie wir wieder zu einem Menschen geworden? Vielleicht war er schon immer ein Frosch. Ja, diese Frage habe ich mir doch auch gestellt, Sven. Ich weiß nicht. Aber seltsam ist es schon. Dem laufen wir sicher bald wieder über den Weg. Also, fangen wir an, uns nach dem Stein umzusehen. Klar, schauen wir uns in diesen Ruinen um. Ja? Achso, das hier ist eh eine Sackgasse. Ja, das ist ja noch besser. Du erhältst ein Tässchen Espresso. Stopp, wo kommen wir da hin? Achso, da kommen wir wieder zurück und hier kommen wir wieder... Also da kommen wir in ein neues Gebiet. Na, da ist ja der Regenbogenfrosch. Okay. Okay, Moment. Ich glaube, das Spiel möchte, dass wir nochmal zurücklaufen.
Deshalb laufe ich dann doch erstmal hier entlang. Oder? Ich glaube, das wäre nicht verkehrt, wenn wir erst hier entlang laufen. Hier ist eine Zelle. Der Regenbogenfrosch wird doch nicht eingesperrt gewesen sein, oder? So, und dann sind wir in dieser Sackgasse. Achso, wir können aber hier drüber laufen. Denn wir sind ja keine Frösche mehr. Okay. Was ist, wenn ich mich jetzt wieder vor die Statue stelle? Bin ich dann wieder ein Frosch? Vermutlich. Es sollte mich nicht vor die... Aber ich würde es gerne ausprobieren. Wir werden hundertprozentig wieder in einen Frosch verwandelt. Doch, nee, wir lassen das, wir lassen das. Okay, dann laufe ich hier diesen Weg nochmal erneut. So, wir müssen nicht zwingend gegeneinander kämpfen, wenn du das nicht möchtest. Aber auch nur, weil ich mich hier nicht umschauen möchte, sondern weil ich hier die eine oder die andere Kiste mitnehmen kann. So, da ist die blaue Kiste. Ich würde gerne wissen, was die anderen Symbole auf dem Boden bedeuten. So, Schloss öffnen. So, diese Kiste hätten wir dann schon mal geöffnet. Knochenpastete. Moment, ich muss die Karte öffnen. Nee, das gefällt mir nicht so. Dann muss ich doch erstmal hier entlang. Du hast eine Zauberblockadefalle ausgelöst. Das bedeutet, ich kann jetzt nicht zaubern. Na, ganz toll. Aber ich möchte doch die Kiste hier öffnen. Wie lange bin ich jetzt blockiert? Viole des Elixier des Weisens. Ist das gewesen, wenn ich das jetzt richtig schnell gelesen habe. Elixiers des Weisen. Etliche bedeutende Weise waren an der Entwicklung dieser Tinktur beteiligt, die Leib und Seele gut tut. Stellt 100 Lebenspunkte und MP wieder her. Also 100 Lebenspunkte und 100 MP. Alles klar, die Flasche ist schick. Ihr gefällt mir. Ja, ich weiß, ich habe die Falle nochmals ausgelöst oder verlängert oder wie auch immer. Ah, du willst gegen mich kämpfen? Okay. Ah, hier. Sind sie. Zu dritt. Naja, dann kümmern wir uns erstmal hier um Toxoboros. Oh shit, die sind ganz schön stark. Ey! Esther. Okay, das hier ist gar nicht gut. Oh, wir können ja nicht zaubern. Oh, verdammt. Okay, dann müssen wir versuchen zu fliehen. Und es ist mir gelungen. Na, Gott sei Dank. Na, Gott sei Dank ist mir das gelungen. Ah, ich kann auch wieder zaubern. Das ist gut. So, lindernde Hand. Die brauchen wir hier ganz dringend. Okay. Na super. Geh mal stark davon aus, dass du abhauen wirst. Dich wegrollen willst. Wie auch immer. Okay, dann müssen wir jetzt hier diesen Weg. Dann kann ich ja jetzt auf den Steinen springen, ne? Das müsste hier funktionieren. Das haben wir doch schon mal gemacht. Warum geht das nicht? Können wir schwimmen? Das ist mir zu tief, Mann. Ja, du kannst doch hier warten. Okay, Moment. Ah, mich würde schon interessieren, wie ich da... Warum? Oder ich muss das Wasser ablassen. Das wird sein. Ich muss das Wasser ablassen. Ja, und ich komme nicht auf die andere Seite. Jetzt kann ich den kompletten Weg nochmal zurücklaufen. Na super. Zauberblockade. Wir kommen. Genau, ich muss hier entlang. Na, ganz toll. Da habe ich ja was Tolles gemacht. Ist das jetzt noch ein Hinterhalt, weil die hat mich so blöd von hinten... Nee. Nochmal Glück gehabt. Wichtel, wenn du willst, greif du die Kobra-Königin an. Die teilen nicht so viel aus, aber die Schlangen. Das ist hier wirklich eine Katastrophe. Ja, die greifen natürlich alle Wichtel an, ne? Die gehen erstmal alle auf Wichtel. Das ist grundsätzlich so. Heilende Träne. Dankeschön. Ich bin etwas geheilt. Wie nett. Danke, Überenike.
Und ich rede wieder zu viel. Ich muss mal einen Schluck trinken. Prost. Na, immerhin. Ah, 393 Gulden, Wichtelstufe 11, Corona 34, bereit zur Evolution. Ja, dann schauen wir doch mal nach, ob du wirklich bereit bist für eine Evolution. Riesensonnentropfen. Ja. Ja, du bist bereit tatsächlich. Okay, dann müssen wir erstmal schauen. Gleißendes Licht. Hitzestrahl und Hokuspokus. Ja, ich kann mich nicht, also hier muss ich sagen, hier fällt mir das echt schwer. Weil hier hätten wir nämlich auch nochmal ein bisschen was zum Heilen. Und zwei Angriffe. Und ich meine, die Angriffe, die Corona schon hat, die behält er ja. Und ich meine, Feuertechniken haben wir ja soweit. Ich entscheide mich dafür. Mir gefällt die auch obere, die obere Sonne gefällt mir ein bisschen besser. Komm. Komm. Ja, die sieht irgendwie so psychisch aus, so wie... Du bist gleich dran. Die Anzahl verschiedener Tricks, die Corona im Kampf nutzen kann, steigt um 1. Na, das ist ja schon mal was. So. Dann bist du jetzt auch auf deiner letzten Stufe, nicht? Nicht wahr? Warum ist denn dein Limit nur plus 10? Moment, das ändern wir mal. Ich gebe dir hier mal was richtig Tolles. Zack. Denn die müsste doch locker schon. Ach so, natürlich. Das hat ja was mit den Herzen zu tun und nicht mit dem Limit. Ja, wegen der Vertrautheit und so. Hier, die magische Verteidigung. Zack. Genau, wunderbar. So, du kannst jetzt die Fähigkeiten von Corona jetzt bis zu 20 Mal steigern. Magische Verteidigung vor Corona steigt um 3 Punkte. Super, und ist satt. Das ist doch toll. Cool. So, bevor ich jetzt hier den Faden verliere. Ja, wir sind hier richtig. Hier muss ich entlang. Nur aufpassen, dass wir hier von der Statue... Genau, dass wir uns schön hinten... Hey, was ist mit dir los? Ach, ja, ich wollte gerade sagen, und du wirst nicht weggespült, oder was, wenn du hier zu nah dran kommst? Warum will die jetzt auf einmal von mir abhauen? Oh, die wird tatsächlich nicht weggespült. Die hat damit kein Problem, das Ganze zu überqueren. Ich gehe mal stark davon aus, dass dieser Frosch... What the flip, warum hau ich ab? Wie doof ist das denn jetzt gelaufen? Oh nein... Hat die Oberhand. Das ist natürlich nicht toll. Super. Oliver, du musst dich erstmal heilen. Ja, das darfst du gleich dann auch noch... Nein, 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 nein. Wir benutzen hier Wichtel. Natürlich, jetzt kommen die alle auf mich zu. So, einmal die Feuerschleuder. Ja. Ja, den würde ich gern anwählen. Zack. Oh. Okay, war doch nicht so der Burner. So, hier nochmal Feuerschleuder. Was ist jetzt passiert? Oliver ist versteinert. Oh nein. Wir haben doch für sowas keine Zeit. Nein, 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 nein. Hier, hol den Felix in den Kampf. Oh nein, wir sind versteinert. Nee, sowas mag ich nicht. Super. Oh, Game Over. Oh, das ging viel zu schnell. So, da bin ich wieder. Nach dem Game-Over-Bildschirm wurde ich wieder an den Anfang geworfen und wurde wieder in Frösche verwandelt. Wir wurden in Frösche verwandelt. Ja, ich hatte auch nur einen Kampf beschreiten müssen und Wichtel hat Stufe 12 erreicht. Esther hat Stufe 38 erreicht und Corona ist schon auf Stufe 6. Und das nur mit einem Kampf. So, wunderbar. Noch einmal die lindernde Hand würde ich gerne benutzen. So, denn wie immer greifen mich immer nur Feinde an, sonst niemanden. Ich bin immer das Opfer und werde angegriffen. So, Regenbogenfisch, wir sind da. Warte, kann ich jetzt hier lang? Ich kann hier lang, okay, gut. Nee, dann möchte ich aber erstmal hier mit ihm sprechen. Falls machbar. Quack, quack.
Na super, du bist ja richtig toll. So, die Tür ist fest verschlossen. Und ich denke, Schloss öffnen wird auch nichts bringen. Alles klar, dann bleibt uns ja nur dieser eine Weg. Ist ziemlich dunkel hier. Moment, das können wir doch ändern. Ich habe doch hier einen Lichtzauber. So, magisches Licht. Was? Das kannst du hier nicht benutzen. Wieso nicht? Das ist doch einfach nur Licht. Warum kann ich das nicht benutzen? Ah, okay, alles klar. Oh. Wo sind wir? Verdammt! Hier ist es aber schon ein bisschen trostlos. Ist wohl eine Art Gefängnis oder so. Ist da jemand? Ah! Wer ist da? Es ist ein verdammter Frosch! Noch einer! Noch einer? Willst du damit sagen, dass noch jemand mit meinem Fluch geschlagen wurde? Ehrlich gesagt, wurden wir selbst verflucht und in Frösche verwandelt. Aber wir sahen nicht so aus wie sie. Geht jetzt. Ihr müsst diesen Ort verlassen. Es ist gefährlich hier. Wie? Aber sie... Macht euch keine Sorgen um mich. Was ist los? Sind sie verletzt? Oh, Oliver, wir müssen etwas unternehmen. Ja, wir müssen ihm helfen. Vielleicht kann ich diese Tür mit Magie öffnen. Probieren wir es mal. Ja, komm, Zauberer, probier es mal mit Schloss öffnen. Wie wär's denn damit? So, wenigstens das funktioniert. Hoffentlich ist das hier jetzt keine dumme Idee gewesen, den hier rauszulassen. Wir hätten ja mal ein bisschen hinterfragen können. Nicht, dass wir hier dem Feind helfen. Was macht ihr denn? Lasst mich bitte allein. Ich flehe euch an. Warte mal. Sind sie der Froschprinz? Du weißt, wer ich bin? Aber woher? Der Froschprinz der Wüste. Das sind sie doch. Das sind doch sie, oder? So rum. Der sein Königreich und mit ihm seine Prinzessin verlassen hat. Woher? Wovon redest du da, Esther? Willst du uns vielleicht durcheinander bringen oder so? Ah, das schaffe ich irgendwie schon selber, so wie ich heute lese. Es braucht nicht viel, um dich nur durcheinander zu bringen, Sven. Ich bin nur etwas schockiert, okay? Hohoho, der war nicht schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir einem Prinzen aus einem Märchen begegnen würden. Aus einem Märchen? Ja, wahrscheinlich. Ich kenne nur den Froschkönig. Also ich weiß, dass der Froschkönig ein Märchen ist, aber gelesen habe ich es nie. Ich verstehe. Daher kennt ihr mich also. Lasst mich nachdenken. Ah ja, ich erinnere mich. Na fein, passt gut auf. Vor sehr langer Zeit, noch ehe die Väter unserer... Ey! Und in diesem Königreich lebte ein stattlicher und kühner junger Prinz, der vom ganzen Volk geliebt wurde. Aber eines Tages wurde das Königreich von einer riesigen Schlange angegriffen, welche alle in Furcht versetzte, die sie erblickte. Der Prinz befand, er müsse, um die Schlange zu besiegen, einen gewissen geheimnisvollen Trank. Doch kaum hatte er die teuflische Tinktur getrunken, verwandelte sich der Prinz sogleich in einen Frosch. Meine Güte, also noch schneller ging's jetzt wirklich nicht, lieber Entwickler. Ah. Was? Warum sollte er einen Trank schlucken, der ihn in einen Frosch verwandelt? Ein Frosch hat doch keine Chance gegen eine Schlange. Ja, aber das wusste er doch nicht. Ich bin noch nicht fertig mit der Geschichte. Ich hab doch gesagt, dass ihr aufpassen sollt. Keine dummen Zwischenfragen, bitte. Nun, wo war ich? Ah ja, er hatte beschlossen, ein Frosch zu werden, weil... Er die Schlange in Sicherheit wiegen wollte, indem er zu einer ihrer Lieblingsspeisen wurde, wenn ich mich recht erinnere. Oh je, jetzt wird sie bestimmt sauer. Ja. Entschuldige. Bitte fahr fort. Und so verwandelte der Prinz sich in einen Frosch. Er hatte nämlich einen Plan. Die Schlange sollte nicht widerstehen können und ihn aufessen, worauf er sie von innen angreifen kann. Alles verlief nach Plan. Die Schlange verschluckte ihn und er vers... Doch leider vermochte der Prinz sich nicht wieder zurück zu verwandeln.
was er auch versuchte. Er blieb ein hässlicher Frosch. Das betrübte ihn sehr. Er machte sich ob seiner Dummheit schwere Vorwürfe. Er schwor sich vor der Welt zu verbergen. Der Prinz war allerdings mit einer wunderschönen Jungen. Er hatte... Ich kann das nicht lesen, Leute. Ihr müsst das selber lesen. Da müsst ihr auf Pause drücken und selber lesen. Das hier regt mich gerade so auf, dass ich das hier noch nicht mal selber lesen darf. Wie ätzend, ich hasse das, dass ich dann noch nicht mal selber entscheiden darf, wann ich das wegdrücken darf. Mann, es ging einfach viel zu schnell. Du sagst, sie hat gewartet. Wie ich sehe, ist wirklich ein Märchen daraus geworden. Oh, das ist aber eine traurige Geschichte. Die Geschichte bekommt jedes Mädchen in Alkoh weiterzählt, wenn es jung ist und alle weinen, wenn sie die Geschichte zum ersten Mal hören. Ja, ich habe sie weder gehört noch lesen dürfen, weil ich mich einfach aufgeregt habe mit dem Scheiß. Du sprichst darüber, als handele es sich um eine erfundene Geschichte. Oh, es tut mir leid, Prinz Hakim. Ja, und sie hat dann auch noch gesagt gehabt, und dann verwandelte er sich in einen hässlichen Frosch. Ja, auch sehr nett. Prinz Hakim... Es ist lange her, dass mich jemand beim Namen genannt hat. Nun denn, soll ich euch das letzte Kapitel eures Märchens erzählen? Ja, bitte erzählt's aber ein bisschen langsamer. Das letzte Kapitel? So ließ der Prinz die Prinzessin zurück und wandte sich vom Königreich ab. Der Name der Prinzessin war übrigens Jasmin. Sie war die Liebe seines Lebens. Und doch verließ der Prinz sie. Viele Jahre vergingen und der Prinz blieb ein Frosch, nur um zu seiner Verzweiflung festzustellen, dass er nicht sterben konnte. Er sollte auf ewig als Frosch leben. Selbst als sein Königreich längst zu Staub geworden war. Das ist ja furchtbar. Ich musste leiden, aber das ist nichts gegen den Schmerz, den ich meiner geliebten Jasmin zugefügt habe. Ich denke manchmal, dies ist eine gerechte Strafe. Aber was hast du denn der Jasmin angetan? Aber warum seid ihr in dieser Zelle, Euer Hoheit? Wie respektvoll dieser junge Mann einfach ist. Ich sag das jedes Mal, ich weiß, ich wiederhole mich. Aber ich finde ihn so... Das ist so ein toller Typ, der Oliver. Diese Schlange, Apep. Er ist zurück. Jemand hat ihn wieder zum Leben erweckt. Ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die ein uraltes Monster wieder zum Leben erwecken können. Ja, da fällt mir nur einer ein. Du meinst Shadar? Apeps Rache ließ nicht lange auf sich warten, und so wurde ich hier eingekerkert. Er kann schon sagen, wie lange er mein Leiden noch aufrechterhalten will. Habe ich noch nicht genug gelitten, so zu bleiben, ohne meine Geliebte? Oliver! Gibt's denn keinen Zauber, mit dem du Prinz Hakim wieder zu seiner alten Gestalt verhelfen kannst? Du meinst etwas, was den Fluch aufhebt, der ihn in einen Frosch verwandelt hat? Warte mal eine Minute, Mann! Warum nehmen wir dafür nicht einen magischen Kreis, der unseren Froschfluch aufgehoben hat? Du hast recht. Er hat bei uns funktioniert. Dann funktioniert er vielleicht bei ihm auch. Aber... Ihr habt doch gewiss nicht denselben Trank der Formwandlung getrunken, den ich getrunken habe. Ich wollte gerade sagen, bei dem ist ja auch die Zustände sind hier ja ein bisschen anders bei ihm, ne? Nun, es war kein Trank. Nein, aber das ist jetzt nicht wichtig. Kommt schon, Euer Hoheit, versuchen wir es mit diesem magischen Kreis. Könnte dieser Tempel wahrscheinlich... Könnte dieser Tempel wahrlich solche Magie bergen? Und was, wenn ich wieder zu einem Menschen werde? Welche neuen Qualen hielte Apep für mich bereit? Denkt über so etwas nicht nach, Euer Hoheit. Wir müssen es zumindest versuchen. Kommt mit, wir bringen euch direkt zum magischen Kreis. Prinz Hakim kommt mit dir.
Okay, Prinz Hakim, dann komm mal mit. Dann wollen wir das mal probieren. Oh, sehr schön. Ich werde hier jetzt auch mal schnell speichern. In Ordnung. So, dann kannst du jetzt losgehen. Dann müssen wir jetzt hier nur aufpassen. Moment. Wo ist der Regenbogenfrosch hin? Irgendwie seltsam hier das Ganze. Da muss ich hin. Ich habe überlegt, ob ich geradeaus musste oder ob ich nach links musste. Ich würde gern wissen, wo der Regenbogenfrosch ist. Prinz Hakim, das ist der magische Kreis, der unseren Fluch aufgehoben hat. Ein magischer Kreis? Könnte so etwas auf mich tatsächlich dieselbe Wirkung haben? Naja, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ja, ihr habt recht. Oh, ich würde mich ja so für ihn freuen, wenn es funktioniert. Warte. Was? Das verstehe ich nicht. Er steht genau wie wir damals im magischen Kreis. Aber nichts passiert. Der arme Kerl. Ist seit tausenden von Jahren so. Wir waren nur ein paar Minuten lang verflucht. Es tut mir so leid, Prinz Hakim. Ich wollte euch keine falschen Hoffnungen machen. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Damit habe ich gerechnet. Ich glaube nicht, dass der Fluch gebrochen werden kann, solange Apep noch lebt. Er nutzt ohne Zweifel seine eigene verderbte Magie, um dessen Wirkung zu festigen. Na dann ist ja wohl klar, was wir jetzt tun. Zu tun haben, oder? Treffchen hat recht. Es gibt nur eine Lösung. Gewiss nicht. Ihr wollt doch gewiss nicht Apep gegenübertreten. Das wäre äußerst waghalsig. Ich werde euch helfen. Ich muss... Nein, ihr könnt nicht mit ihm kämpfen, Prinz Hakim. Nicht mit solchen Verletzungen. Keine Sorge, Prinz Hakim. Ihr könnt auf uns zählen. Wir werden Apep besiegen und euren Fluch aufheben. Ich glaube euch. Etwas an euch lässt es mich glauben. Apep lauert tief in diesen Ruinen. Ich werde euch zu ihm bringen. Okay. Dann folgen wir dir mal unauffällig. Moment, wie sieht's hier mit meinen Lebenspunkten aus? Gut, alles in Ordnung. Ah, er kann bestimmt hier die Tür öffnen. Nee, kann er nicht. Gehen wir wieder in den Kerker? Oder wo gehen wir hin? Vielleicht muss man die Tür mit einem Schlüssel öffnen. Aber in diesen Ruinen gibt es keinen Schlüssel. Da bin ich mir sicher. Aber an den Wänden meiner Zelle stand etwas geschrieben. Ich frage mich, ob es eine Art Hinweis war. Zwei Freunde hüpfen hin und her, einmal hier, einmal da. Was? Zwei Freunde hüpfen hin und her, einmal hier, einmal da. Da war noch mehr. Ich weiß es genau. Vielleicht müssen wir diese Worte entschlüsseln, um die Tür öffnen zu können. Okay, ich geh mal gucken. Das wäre wirklich ein sehr merkwürdiger Hinweis. Hier in der Zelle. Der macht aber jetzt nicht die Tür zu hier. Ah, okay. An der Wand, hier drüben steht was geschrieben, Mann. Zwei Freunde hüpfen hin und her, einmal hier, einmal da. Oh, da ist noch mehr. Der eine springt stets vor dorthin, wo der andere zuvor war. Was soll das bedeuten? Der eine springt stets vor dorthin, wo der andere zuvor war. Das verstehe ich nicht, Mann. Ja, Tröpfchen, da sind wir schon mal beide. Sind wir schon mal zwei, so rum. Da sind wir schon mal beide, ganz genau. Ey, tolles Deutsch habe ich hier schon wieder. Und es ist noch nicht mal früh am Morgen. Ja. Jetzt rede ich mal mit ihm. Vielleicht weiß er, was das zu bedeuten hat. Gibt es keinen Schlüssel, da bin ich mir sicher. Okay. Na super. Er wiederholt sich. Ah, Moment, ich sehe hier. Hier sind Zeichen. Was soll ich jetzt hier machen? Diesen Zauber hier anwenden, der hier... das ist dieses A. Habe ich diesen Zauber überhaupt? Das hier, der Drahtzieher. Oh, okay.
Okay, Moment. Einmal hier, einmal dort. Ich hätte mir das aufschreiben sollen. Statue wählen. Ich kann nur die beiden wählen. Okay. Einmal hier. Ich muss das nochmal lesen. Ich muss mir das aufschreiben. Moment, jetzt weiß ich ja schon mal, dass ich hier die Figuren bewegen kann. Okay, vielleicht macht das jetzt mehr Sinn. So, Moment. Was haben wir denn? Hallo, wo ist es? Hier. So, zwei Freunde hüpfen hin und her. Einmal hier, einmal da. Ja, der eine springt stets forscht dorthin, wo der andere zuvor war. Okay. Hin und her. Und der andere geht dorthin, wo der andere zuvor war. So irgendwie. Okay, noch einmal. Schloss öffnen. Thrazia. So, stopp. Nee. So, hin. Muss ich das immer so machen? Dann nochmal so. Vielleicht muss ich das eine komplette Runde so machen. Oder? Nee, es hieß doch springen hin und her. Okay, Moment. Springt hin. Und her. Verstehe es nicht. Vielleicht muss ich das so machen. So, nee, das hier war dumm. Okay, Moment. Moment, komme ich hier hinten hin? Nee, hier passiert auch nichts. Moment, da kann ich aber nichts bewegen, oder? Naturnähe, wo ist es denn hier? Drahtzieher? Nee, ich kann nur diese zwei. Ah, der dreht sich automatisch wieder um. Ich kann da hinten die Figuren nicht bewegen. Okay, alles klar. Ich muss euch rausschneiden. Ich muss mir das mal genauer aufschreiben und mir das noch ein paar Mal durchlesen. Ja, tut mir leid, ich bin da nicht so von der schnellen Sorte. So, gut. Ich habe mir das jetzt mal hier aufgeschrieben. Dann kann ich mir das genauer durchlesen, wenn ich das hier dann angehe. So, sagt er vielleicht noch irgendwas? Vielleicht muss man die Tür mit einem Schlüssel öffnen. Aber in diesem Ruin gibt es keinen Schlüssel, da bin ich mir sicher. Okay, nee, der wiederholt sich nur. Ja, habe ich schon verstanden. So, dann lass mich mal schauen, was ich hier tun muss. Moment. So, wo ist unser toller Zaubertrazier? Okay, zwei Freunde hüpfen hin und her. So, Moment, ich stelle jetzt mal die zwei Freunde hier hin. So, und der andere hier hin, der andere dahin. So, zwei Freunde hüpfen hin und her. Einmal hier, einmal da. So, okay, so. Hüpft hin und her. Und der hüpft hin und her. Oder? Einmal hier, einmal da. So, der eine springt stets forscht dorthin, wo der andere zuvor war. So, dann willst du hier hin und du hier hin. Weil er war dort und ist jetzt hier. So. Was passiert nichts. Okay, dann vielleicht hier hin. Und nochmal her. Und hin. Und her. Und dann dorthin, wo der andere war. So vielleicht. Okay. Gut, dann lesen wir das ganz einfach nochmal. Zwei Freunde. Zwei Freunde, die haben wir hier.
Ja, zwei Freunde hüpfen hin und her. So, du hüpfst hin. Du hüpfst hin. Du hüpfst her. Oder vielleicht hüpfst du hierher. Nee, aber es ist ja hin und her. Also her. So, und auch du her. So, hin und her. Hätten wir getan. So. Hin und her, einmal hier, einmal da. Okay, dann vielleicht einmal hier und einmal da. Und dann, der eine springt stets forsch dorthin, wo der andere zuvor war. Dann kommst du hier hin und du kommst dann hier hin. Okay, alles klar, ich bin maximal verwirrt. Zwei Freunde hüpfen hin und her. Einmal hier, einmal da. Der eine springt stets forsch dorthin, wo der andere zuvor war. Ah, ich komme mir vor, als wäre das die Millionenfrage bei Günther Jauch. Moment mal. Stell dich mal hier hin und du hier hin. Ihr seht doch beide gleich aus, nicht? Die ist auch am Heulen. Und die ist auch am Heulen. Kann ich hier mit der sprechen oder so? Oder die Versteinerung lösen? Also ich muss definitiv diesen Zauber hier benutzen. Und das ist der Drahtzieher. Zwei Freunde hüpfen hin und her, einmal hier, einmal da. Der eine springt stets forsch dorthin, wo der andere zuvor war. Moment. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die eben gestanden haben. Kann das vielleicht sein, dass das Muster da einfach passen muss? Nee, das passt einfach bei beiden. Obwohl, bei ihr sind die Wellen anders. Aber ich kann die auch ganz nach hinten stellen. Nee, aber einmal dahin, wo sie war. Ich glaube, das hier ist nicht richtig. Moment mal, ich probiere das mal. So, vielleicht. Ja, jetzt ist da auch eine richtige Schlange. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die vorher gestanden haben. Jetzt probiere ich das mal mit dir. Dein Ernst jetzt? Und das Wasser wird abgelassen. Ich brech ab. Und das nur, weil hier steht, der eine springt stets forsch dorthin, wo der andere zuvor war. Dachte ich mir das, aber wisst ihr, ich kam eigentlich darauf, weil ich näher an die Statue gegangen bin und hier das gesehen habe. Ah. Ja, Hauptsache hier noch überall diese blöden Frösche platziert, um mich einfach durcheinander zu bringen. Okay, das bedeutet, ich kann den Weg zurücklaufen, kann die Truhen öffnen, außer die Lila, ne? Die kann ich natürlich nicht öffnen. Aber, ich kann. Da ist auch noch eine Kiste. Na super. Das bedeutet, um aber auf diese Kiste zu können, werde ich in der nächsten Runde nicht zaubern können. Damit. Moment, kann ich vielleicht so entlang gehen? Natürlich nicht. Ja, wie soll ich denn jetzt an die Kiste kommen? Moment, ich habe doch Items. Ach, wie dumm. Ich habe doch sowas, der das hebt Blindheit auf. Zauberblockade. Okay, ich muss das nicht nochmal einsetzen. Achso, ja, die Magie, ja, deshalb habe ich das doch eingesetzt. Meine Güte, bin ich heute wieder so hell. So. Wunderbar, du erhältst den Schlangenschlüssel. Ach, ein Schlangenschlüssel ist hier. So, und jetzt sind wir wieder. Genau, die Falle. Gut, dann benutze ich das trotzdem noch einmal. Allerdings nur für Oliver. Hier. Ne?
Blockadebrecher. So, den bekommt vorerst mal nur der Oliver. So, hier sind aber noch weitere Kisten. Ganz genau. Sven. Ja, hier. Wunderbar. Und zack. Immerhin, das hat funktioniert. Du erhältst einen Satz. Warum geht das immer so schnell weg? Das macht mich so sauer. Liebes Spiel, das finde ich echt nicht toll. Ich habe irgendwas Tolles erhalten. Ah ja, hier ist es. Sturm, Weibernschuppen. Okay, dicke Schuppen einer schrecklichen Seeschlange. Von abergläubischen Matrosen oft als Talisman getragen. Tricktyp verstärkt Wind. Ja, okay, nicht Wind, muss nicht Wind sein. Das kommt weg. Bitteschön. Ich denke, du kannst das besser vertragen. So, Moment. Jetzt haben wir hier aber wieder tolle Sachen für den einen oder für den anderen. Möchtest du dann lieber hier diese harten Schuppen? So, und... Mhm. Gut, dann bekommst du das. Alles klar. So, hier ist aber noch eine Kiste. Ich habe hier noch eine Kiste gesehen. Ah ja, stimmt, die lilane. Die wir nicht öffnen können. Und die habe ich mir schon notiert. Okay. Dann möchte ich hier rüberspringen. Und erstmal mich hier auf dieser Seite umschauen. Natürlich passiert das. Eine Zauberblockade ausgelöst. Das ist mir aber egal. Denn ich komme hier hin. So, ich werde jetzt mal noch keine Zauberblockade benutzen. Falls ich hier nochmal zurück muss. Was ich auch muss. Denn hier ist diese andere Kiste. Sehr schön. Einen Waldumhang. Das ist ja ein Ding. Ich glaube, Waldumhang möchte niemand tragen. Also ich glaube, hier finde ich die Waldumhänge. Ups. Datenschild. Waldumhang. Hier. Okay, die hellen Farben und der frische Duft dieses Umhangs beflügeln den Träger. Obendrein sind sie völlig natürlich. Boah, die Flinkheit steigt schon. Richtig nice. Beharrlichkeitsabzeichen. Soldatenhelm. Ja, dann behalt mal den Soldatenhelm. So, hier habe ich noch eine Robe. Nee, möchtest du aber nicht tragen. Moment, was ist da? Achso, okay. Jägerkittel. Nö. Nee, kann ich alles so lassen, wie es ist. Okay, alles klar. So, zum Glück habe ich hier jetzt keine Zauberblockade benutzt. Denn ansonsten wäre das nämlich für die Hunde gewesen. Na, so. Alles klar, dann habe ich diesen Weg. Ich muss mal kurz nochmal die Karte öffnen. Ich habe alle anderen Kisten geöffnet, ne? Denn ich bin ja schon da durchgelaufen, als ich kein Frosch mehr gewesen bin. Genau, das ist eine blaue Kiste gewesen, eine grüne, eine rote Kiste. Ganz genau. Nö, dann können wir eigentlich diese Tür öffnen. Ich meine, später im Spiel ist es klar, muss ich sowieso nochmal hier hinkommen für die lilane Kiste. Aber das hätten wir schon mal. Okay, gut, meine Lieben. Ach Gott, die Folge hat hier wieder ein kleines bisschen Überlänge. Ach, die Zauberblockade ist auch verschwunden. Das ist ja ein Ding. Ich dachte, die würde bleiben bis zum nächsten Kampf, aber okay. Gut, dann, meine Lieben, werde ich jetzt an dieser Stelle die Folge beenden und bedanke mich fürs Einschalten. Und wir sehen in der nächsten Folge, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Bis dann. Tschüss.